Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir mal, was von jetzt bis Mitte Oktober ungefähr für euch wichtig ist, was da so auf euch zukommen kann, worauf ihr achten müsst. Und es ist eine allgemeine Legung natürlich. Dementsprechend nehmt mit, was resoniert und was nicht resoniert. Lasst ihr für jemand anderen übrig. Wenn es resoniert, dann macht es absolut Sinn, Aszendent für Gefühls- und Beziehungsthemen auch noch Mond Venus mit anzuschauen. Playlist wird am Ende des Videos oben rechts eingeblendet. Da klickt ihr einfach drauf, sucht euch Aszendent Mond Venus raus und schaut euch das auch noch an. Erst dann habt ihr wirklich alle Informationen. Erst dann wird ein komplettes Bild daraus. Persönliche Legungen im Oktober sind buchbar unter dem Link in der Videobeschreibung. Da einfach mal draufklicken und schauen, ob das was für euch ist. Meine Lieben, genug gequatscht, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Wagen und fragen, was ist jetzt wichtig, was müssen die Wagen wissen? König der Kelche auf dem Kopf, okay. Also, einige von euch könnten sich hier kraftlos fühlen. Einige von euch müssen dringend aufpassen, dass sie nicht zu viel geben, ja, im Sinne von passt auf eure Kraftreserven auf, haushaltet mit dem, was ihr habt, ja. Und vor allem hier ganz, ganz wichtig, gerade Liebe, Liebesthemen, ja, Familie, Freundschaft, Herz, Mensch, Geschichten, ich bekomme mir so das Gefühl, dass einige auch wirklich viel getan und gegeben haben, um endlich wieder diese Liebe zu bekommen, zurückzubekommen. Ja? Aber irgendwie kam da nichts. Also hier seid ihr wirklich aufgefordert, auf euch zu achten, eure Kraftreserven, eure Energie auch für euch einzusetzen, beziehungsweise da auch wieder irgendwo aufzutanken. Und ihr müsst auf euer Herz hören. Das ist ganz wichtig. Viele von euch versuchen hier mit dem Kopf irgendwas zu lösen, sage ich jetzt mal. Einfach weil das Herz vielleicht auch schon ein bisschen den einen oder anderen Tiefschlag abbekommen hat. Ja. Ich sehe hier auch, dass einige von euch sich Gedanken darum machen, dass hier eine Beziehung nicht so richtig läuft. Das kann eine On-Off-Geschichte gewesen sein, aber auch ja, Traurigkeit und die Überlegungen, die Gedanken, wie könnte man sich wieder versöhnen. Aber auch arbeitstechnisch ist hier bei einigen von euch auch wirklich die Luft raus. Da kann ich euch sagen, da wird ein Kreislauf enden, da wird etwas Neues auf euch zukommen, etwas, was viel mehr auf euren Fähigkeiten, Fertigkeiten entspricht. Und ihr seid hier auch aufgefordert, etwas Kreatives zu tun. Das kann Gartenarbeit sein, das kann Malen sein, das kann Singen, Tanzen, Sackhüpfen sein, ich weiß nicht, also etwas, was euch auch aus dem Kopf rausholt. Und hier haben wir sie, die Königin der Kelche, jetzt haben wir ein Königspaar, also Herz und Kopf könnten da bei euch auch weit auseinander liegen, ja? So dieses, ja, ich weiß ja, er oder sie tut mir nicht gut, ich weiß ja, ich brenne hier in dem Job aus. Aber es gibt hier noch keine andere Möglichkeit, keine andere Lösung. Da ist die Lösung gefallen, die Fortbewegung. Hier kommt ein Angebot, hier kommt etwas auf euch zu, was euch erfüllt. Ja. Das kann auch sein, dass ihr hier mal aufgefordert seid, mal eine Pause einzulegen, eine Reise zu machen, vor die Tür zu gehen, neu in der Stäbe, vor allem aber auch, wie ich eben gesagt habe, hier Grenzen zu setzen. Euch nicht ausnehmen, ausbeuten zu lassen und erst recht nichts zu tun, um Liebe zu bekommen, meine Lieben. So, Königin der Münzen auf dem Kopf, Ritter der Schwerter. Höchstwahrscheinlich, schaut mal, der Narr auf dem Deckboden, das ist schon der Neubeginn, die Leichtigkeit. Ihr dürft eins, zwei Dinge nicht machen, drei Dinge, Grenzen überschreiten lassen, euch für jemanden aufgeben und auch nicht irgendwie versuchen,
ja, mit materiellem oder gutem Essen oder wie auch immer, da versuchen, irgendwas am Laufen zu halten, ja, wenn es euch nur aussaugt, wenn es euch nur auslaugt. Ihr werdet recht überraschend Grenzen setzen, ihr werdet gegebenenfalls auch Kontakte abbrechen, Verträge kündigen. Einige von euch verzichten dann auch auf irgendwas, irgendeine Abfindung oder irgendeinen Urlaubsanspruch noch oder auf irgendwas verzichtet ihr, weil es hier neue Möglichkeiten gibt, ja, neue Jobangebote. Kann auch tatsächlich sein, dass hier ein neuer Herzmensch in euer Leben kommt. Es sieht nicht so aus, als würdet ihr den oder diejenige direkt an euch ranlassen. Ja, ihr müsst erstmal wieder zu euch selber finden. Also einige von euch gucken auch in den Spiegel und denken sich, boah, Hilfe, ne? Man sieht es mir inzwischen schon an, wie K.O. ich bin, wie ausgebrannt ich bin, wie sehr ich gelitten habe. Deswegen hier auch ganz klar die Aufforderung, also wirklich, es blinkt in riesengroßen Neonlettern, Selbstfürsorge, Selbstliebe, Kraft auftanken, sich was Gutes tun hier auch. Ne? Also wie ich eben sagte, tut was Kreatives. Das kann auch der Friseurbesuch sein, das können die neuen Nägel sein, das kann die Massage sein. Das ist bis jetzt viel, viel, viel zu kurz gekommen, meine Lieben. Wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt, klickt gleich auf die Playlist, die oben rechts eingeblendet wird. Schaut euch Aszendent Mond Venus auch noch an. Wenn euch das hier gefallen hat, wenn es resoniert hat, lasst es mich wissen, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne den Kanal, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch einen wundervollen Oktober, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.